Hallo und herzlich willkommen hier auf der NF Match Map zu einer weiteren Folge. Und heute getreu nach dem Motto: Wo klingelt's am meisten in der Kasse? Moin, moin. Hallo. Moin. Morgen. Moin. Moin. Payday. Haben wir heute Payday? Payday. Payday. Könnt man machen, der Zahltag. Ja. Wow. Soll ich euch noch meine Kontonummer geben? Nö. Oh. Ja, ich weiß auch nicht. Mischfutter, wie war Mischfutter noch 1,8, 1,9 oder so, ne? Also auf der eigenen Insel kannst du 1,7 verkaufen. Auch noch runter, weil es einfach zu viel ist. Woanders hinfahren unter 1,8 würde ich nicht. Nee. Micha, wo brauchst du mich? Sehr langsam gerade, was ist hier los? Was machst du hier Paletten? Ein bisschen zum Jens. Es werden Paletten bewegt. Übertrieben viele, einen losen Status oder was? Würde das hier mal. Ja, gerade abgesetzt auf dem Verkaufsträger. Achso. 65 muss noch gedüngt werden, ne? Wo habt ihr das Mehl her? Bitte? Stimmt, das könnte man auch machen. Wo habt ihr das Mehl her? Ist gestrickt? Klar. Wahrscheinlich in der Mitte eingekauft. Ich hab noch was im Lager, 10 Paletten. Aus dem Ärmel geschüttelt. Und für den Preis? Wo sind die Düngestreuer? Nimmst die Feldspritze mit Flüssigdünger. Müsste auf dem Haupthof stehen. Nein, das wird in der Halle. Ich bring sie hin. Hab ich wieder in der Halle gestellt. In der Drescherhalle. Auf dem Haupthof ist die mit Pflanzenschutz. Um sie noch aufräumen. Ja. Bei mir hört das nicht auf mit Ruckeln. Bei mir auch nicht. Auch viel zu viel. Jetzt muss es besser werden. Ah. Ja, boah. Jetzt so langsam. Nee, jetzt erstmal Autosave. Alles zusammen heute. Also in den Paletten kann es nicht mehr liegen. Die sind verkauft. Also ich dresche hier mit 7 km/h. Ja, ich auch. Ich spritze mit 7 bis 8 km. Mhm, ich auch. Also 6 bis 7. Mein Spritzenfahrer hat jetzt Kopfschmerzen so langsam. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt. Also gerade eben war das besser, bevor wir Pause gemacht haben. Ja, bevor Marcel verkauft hat. Tja. Marcel wieder kaufen. Nix. Zurückkaufen zum gleichen Preis. Wo war, genau. war das am Anfang noch gut? Weiß ich nicht. Ja. Steht unten an der 65. Matze. Alles klar. Ich mach schon mal ein bisschen Kleingeld. Kleingeld? 160.000. Ach, naja. Server ist aber entspannt. Das ist uns ja mittlerweile bekannt, dass das Grundprinzip von LS19 da Schultern ist. Und das ist das, was ich meinte, was ich im neuen LS einfach besser haben möchte. Schön wär's. Wünschen darf man sich. Wenn die jetzt dürfen 16 Leute spielen, dann muss das Ding auch in voller Umfang für 16 Leute spielbar sein. Habt ihr mal 16 Leute auf einer Standardkarte ohne Mods gespielt? Das geht. Finde ich ja keine 16. Du findest keine 16 Leute, die auf einer Standardkarte spielen wollen. Ohne Mod. Ohne Mod. Ohne Mod. Ich ja. Bin jetzt im Osten durch. Im Westen müsste, glaub, noch sein. Moment, bevor ihr. Hat man doch schon. Oder hinfährst. Ich fahr eh erstmal in die Mitte. Ja, wir haben zwar nicht auf einer Standardkarte gespielt, aber wir waren doch 16 mit Zeit. Was hatten wir gespielt? 60 beim Match? Daniel? Ja. 60 war doch Zeit, ne? Ja. Ne, 30. Stimmt, 30 die ganze Zeit, ja. Aber 30, man hat ja gemerkt, dass, also es kam ja auch nicht ansatzweise hinterher von der Synchronisation der Felder. Also die Escape-Karte brauchte man sich eigentlich nicht unbedingt angucken.
Ne, das konnte man sich sparen. Aber stimmt, konnte spielen, im Westen ist der Wald weg. Dann haben wir uns jetzt komplett weg, ne? Alle. Dann stehen hier Sämaschinen bereit. Der Thorin kommt wohin? In den westlichen Hain oder nördlichen Hain? Dann, Michael, lass doch noch sofort, sofort mit Tiermann anfangen zu sehen, dann hören wir eben drauf zu dreschen. Jo, was wollten wir da nochmal drauf? Raps brauchen wir unbedingt. Also wirklich komisch. Ja, ich verkaufe einen Hänger voll Mehl. Mach du auch noch. Naja. Jetzt ist Holger schuld. Einer muss schuld sein. Immer. Ja, der ersten 40 Paletten sind gleich durch. Kommst du dann mit noch mehr? Keine Zeit. Okay. Schon nicht. Der Trigger müsste auch ein bisschen größer, dass die letzten vier Paletten auch mal mit reinpassen. Das war knapp, ne? Ist lecker Masse? Ja. Okay. Was gibt's Feines? Nimm zwei Soft. Lecker. Ork, eine können die ja weiter dreschen. Wenn der Matze mit dem Flüssigdünger fertig ist. 800 Gramm Tüte. Wie viel? 800. Wow. Wo treffen wir uns? Stimmt. Aber das sind mehr wie 800 auf der Hüfte, gell? Mhm. Die Probleme sind immer, die Dinger machen süchtig. Oh ja. Die Soft. Also ich kann die 800 Gramm Tüte überbieten. Von nimm zwei Soft? Ja. 2 Kilo Werksverkauf bei Stork. Jede Frucht einzeln verpackt. Ich will hier nur die Orangen in den normalen 2 Bonbons. Gibt es das auch? Nur Orange, nicht die gelben? Ich will nur die roten und die dunkellila. Die normalen nimm 2 nur Orange? Ja, die habe ich hier, die dunkellila. Ja, musst du nicht für die roten eine Baum pflanzen, oder? Nee, das war ein Gummibär. Marcel, muss mal gucken. Stork Werksverkauf. Was online? Okay. Oder ist das hier halt, können die online versenden oder musst du es vor Ort kaufen? Vor Ort, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Wo sitzt denn die Firma? Tag. Die müsste hier, du wohnst ja nicht allzu weit von mir weg, die müsste irgendwo hier in der Nähe sein. Ich war einmal beim Werksverkauf bei Lorenz. Früher ja, da war ich auch schon mal. Oh, hör mir auf, da könnte ich mich reinlegen. 2 Kilo Knickknacks. Oh nee, hör auf. Oh, Leute. 2 Kilo Knickknacks, das war auch eine Portion. Bei Lorenz Werksverkauf, da gab's noch Erdnüsse mit Honigsalz. Komische Mischung. Was macht ihr? Okay. Erstmal. Entschuldigung, meine Wurstfinger heute. Rafe. Das ist aber auch klasse, ein Werksverkauf bei Krisen und der Gold gelang. 1,5 Sekunden Produktionsausfall. Rechne mal, wie viel Verlust das Holger jetzt war. Holger, ausrechnen. Machen wir eine Nachspielzeit raus. Oder so. Da kann der Werksverkauf von Milka gerade abstinken. Da kriegst du nichts. Gio? Ja. In dem Sicht ist jeder Wert glücklich für 50.000 Dünger und 50.000 Pflanzenschutz kriegen. Und 10 Bretterpalette. Weil ich glaube, ich würde bei jedem Werksverkauf da irgendwie die Transportkapazitäten meines Autos überfordern. Nicht nur. Ja, das ist... Weißt du, was richtig schlimm ist? Dallara?
Ja, gleich. Wir wohnen knappe 100 Meter, lass es 300 Meter sein, höchstens, vom Werksverkauf vom Knorr entfernt. Und? Da muss ich zu Fuß hin, darfst du nicht mit Auto fahren oder was? Schubkarre. Ich kann auch hinfahren, aber es sind halt nur 300 Meter, ich fahre da jeden Tag zum Bereu. Was kauft man da? Tütensuppen oder? Tiefkühlpizza, Tütensuppen, Duschgel, die ganze Palette rauf und runter. Duschgel. Alles, was im Unilever hergestellt wird. Unilever, keine Ahnung. Oh, alles im Unilever auch noch! Ach du Scheiße! Das war einmal holländisch, aber jetzt mehr. Und im Industriegebiet? Nein. Also, diesem Werk nebenan ist? Das Werk hat Bestandsschutz in der Stadt. Ach. Das ist ja ein Wahnsinn, da kriegst du ja richtig was. Ja, weißt du jetzt, warum es so schlimm ist? Das ist wirklich schlimm. Wir haben eine Stunde von uns so ein. Wir haben nix. Ich glaube, drei Orte weiter ist auch nochmal ein Fabrikverkauf von einem anderen Hersteller, auch Süßigkeiten. Das ist schlimm. Dann mitten der Kammer Vikana. So ein Keks. Haben sie ja Othello-Keks und der Hund, die hat keine Schnauze. So eine Sachen machen die Dinkelkekse. Wir nachher mal gucken, ob ich nimm zwei Soft auch in ein Sorte, ich finde. Ja, ich würde jetzt den normalen nehmen, zwei nur orange, das wäre nice, weil die gelben bleiben, weil sie uns über und irgendwann muss man sie wegschmeißen, weil sie so wirklich alt sind. Hey, da kann man lecker Likör drauf machen. Okay. Ich weiß, als hier. Genauso wie aus Eisbonbons kannst du auch lecker Likör machen. Wir dürfen jetzt in der Öffentlichkeit kein Alkohol mehr trinken, ihr wisst es. Ich hab vorhin schon mal gesagt, ich brauche keine Öffentlichkeit dafür, um was zu trinken. Kannst du auch zu Hause. Ich kann auch trinken, ohne Spaß zu haben. Aber jetzt im Stream? In der Öffentlichkeit ist es immer so, da wollen andere dann was von abhaben. Ja, es ist alleine trinken. Ist es jetzt eine Öffentlichkeit in dem Moment, wo ich streame? Aus Schleswig-Holstein? Ist ja öffentlich, der Stream. Ist theoretisch ja. In privaten vier Wänden ist eigentlich egal. Das stimmt, aber ist ja öffentlich hier. Ist mir egal, ist anderes Bundesland. Ja. Eben. Ist alles ein Haushalt. Alles ein Haushalt. alles eine Map, von daher. Ja, alles ein Haushalt. Na, eigentlich sind wir hier ja fünf Haushalte, ne? Nur? Achso, ja, fünf, so gesehen ja. Ja, vergiss es. Anzeige ist raus. Wieso? Hat doch jeder seine eigene Wohnung. Auf alle Fälle sind mindestens 100 Meter Abstand. Die Höfe bezogen. Deutlich. Also mach die Brücken wieder auf. Nein, wir sind im Lockdown. Ja, deswegen ja. Die macht's Brücken auf. Sind im Lockdown. Nice, Leute. Schön, dass du hin. Oh, scheiße. So, wir haben ich sagte auch schon, nächste Map-Version muss eigentlich Impfstoff geben, ne? Jetzt Klopapier kam ja Anfang des Jahres. In der nächsten Version können wir Impfstoff produzieren. Wir haben doch den Impfstoff. Schnapsen. Jeder, der Bier braut und Schnaps, der. Ja. Oder Stoff von der Reihe. Das Schweine-Nebenprodukte. Haben wir auch noch. Dann musst du aber noch eine. Also wird auch Seife draus. Ja, Seife. Mit, Seife ist doch. Schweine zum Testen anliefern. Seife passt doch. Wird doch aus Schweineresten gemacht, oder nicht? Die Gelatine oder, ja. Oder dieses. Ja. Fett, ja. 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 Gar nicht so weit weg. Das Fett wird verseift. Weit weg. Kaffee kochen. Ja. In der Schnapsproduktion ist als Reststoff dann Desinfektionsmittel. Ja. Hog? Ja. Wer richtet eigentlich jetzt die nächsten Bestellungen her? Wir müssen schon noch ein bisschen hier was tun. Wir haben kein Personal heute. Vergiss es, ich hab ihr seid zu fünft, Alter. Ja, wir haben kein Personal.
Nein, ich zieh die Bahn eben zu Ende und dann mache ich fertig. Ziehst die Bahn eben zu Ende, okay. Oh. Noch einmal. Das dachte ich auch, jetzt zieht die Bahn eben zu Ende, okay. Gott, nein, Alter. Ich glaube, wir müssen bald Feierabend machen. Ich glaube auch, wir müssen los. Und mal die Frage, wer welches Gras nimmt, ne? Die Bahn muss zu Ende, die Matte. Pass auf, nachher spielt YouTube noch die voll. Diesen Nein gemacht, naja. Oder FSK 16 oder 18. Da gibt es ja, glaube ich, ganz anders. Ich dachte ja schon, die Kugel klopft. Die Leine liegt aber nicht auf dem Kugel. Was ist das alles mit den Deutschen? Das sagt der Holländer. Aus dem Kopf. Scheiße. Ja. Den, ganz Gerd, vergessen, Seemaschinen anzumachen. Gerd wohnt über dem Coffeeshop, er braucht praktisch nur Fenster aufmachen wahrscheinlich. Hä? Und wird voll gemüht. Nee, er gibt's runter immer. Oh, oh, oh. Oh, Leute. Was Gerd hat bestimmt eine Plantage bei sich im Keller stehen. Und Schnaps. T-Hawk, das hab ich leise gesagt gegen dir. Ja. Was habe ich neulich gelesen? Gegen Ohrwürmer hilft ein belegtes Brot mit Schinken und eins mit Ei. Ja, nee. Ein belegtes Brot mit Schinken und eins mit Ei. Das war nicht schlimm. Oh Gott. Alter. Wer war denn das? Wer hat denn das gepostet? Ich auch. Egal, der war Stimmt. Auf dem Bild okay, war ein hier habe ich gerade einen nachbarkranken Staubsauger im Hintergrund. Was? Kennt ihr das nicht? Nee. Was? Asthma-kranker Staubsauger. Alles klar. Also eine etwas andere Lache wahrscheinlich, oder? Thomas, oder wie? Ja. Das klang gerade so. Ja, nett. Er kennt Thomas auch anders. Keine Bestätigung. Nicht. Ein belegtes Brot mit Ein Brot mit Ei. Ich schneide nicht, ich träume, ich wäre eine Kettensäge. Husqvarna oder Stiel? Gardena oder wie? Oh Gott, will ich nicht LKW fahren kann. Gardena. Ist Husqvarna. Also Freitagsabend ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Nee. Oh ja. Auf keinen Fall. Dass alle früh aufgestanden sind und arbeiten waren. Ich nicht. Also das kann ich nicht von mir überhaupt. Ich auch nicht. Deswegen ich hatte frei. Ich habe zu Hause viel gearbeitet. Das ist ja auch ganz cool. Alle gehören das Drück am Dienstag um 9 Uhr an der Rest. Was? Was hat sie genommen? Oder was hat Gerd verteilt? Gerd war mitgebracht aus Holland. Ja, verschickt. Das gute Zeug. Einmal verschickt an alle. Einmal pinken Elefant. Wollt ihr die Folge nicht vielleicht doch erst abends bringen? Was hast du verschickt, Gerd? Mit dem Hinweis FSK. Was hast du verschickt? Micha? Was du verschickt hast, wie heißt das? Ich krieg noch zusätzlich. Ja. Das ist er voll ab da. Wie immer Beruhigungsmittel vielleicht. Also, ich hab keine Ahnung. Ich dachte, Gerd hat so ganz besonderes gutes Zeug zu verschicken. Was ist Jenny? Darf man nicht. 200.000 Liter Heu noch bitte dazu. Und pass auf, Mittwochmorgen steht bei allen von uns die Bullerei vor der Tür, um das Haus zu suchen. Ja, ist ja dann fast begründet jetzt auf einer, Verdacht. Bald auf einer gleichen Stufe wie Alkohol. Weil ich sag mal, hier konsumieren darfst du es. Also, ne, du darfst hier Joints rauchen, du darfst das Zeugs nur nicht besitzen. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Ja. Ich entschuldige Deutsch, mich. Du musst immer den Joint von einem anderen rauchen. Genau, das ist erlaubt. Aber gut, Gio. Ja. Du sollst ja aktuell nicht teilen. Hast du meine Bestellung aufgeschrieben oder? Ja. Ah, okay, dann ist gut. Die 50.000 Liter Dünger sind schon auf dem Weg. Oh, super. Ja, aber vorher ist eigentlich Jenny dran mit Schweinefutter.
Wir noch wenn 10... er jetzt noch Diesel bekommt, dann mache ich mir Sorgen. Bretterpalette hatten wir auch noch bestellt und hier was noch? Dünger und Diesel. Bretter, Dünger und Pflanzenschutz. Ja. Und gleich Jenny hatte Schweinefutter und Heu. Gleich ist die Brücke weg. Ja, Dani macht einen Steinbruch auf. Ja, das war doch ein Spaß. Aber ist das echt so? Gibt es in Holland Leute, die nicht rauchen oder rauchen alle in Holland eigentlich? Aber es jetzt, ist. Mehrere, die nicht mehr rauchen, dann. Oder rauchen. Ja, gut, jetzt wegen Coffeeshops wahrscheinlich auch teilweise nur noch außer Auslieferung, oder? Ja. Nur zum Mitnehmen. Nur zum Mitnehmen, ja. Takeaway. Dann lassen Drive-In-Schalter wie bei mir. Das ist ja so in Deutschland der eine. Ja, gibt sogar welche. Deutschland trinkt ja auch fast jeder Alkohol, was erlaubt ist. Aber unser Meckes war jetzt zu, wo ich war. Selbst der Drive-In? Drive-In war zu. Okay. Und der Burger King auch. Echt jetzt? Oh, was? Abends ab 8 Uhr dürfen die Hotel und Supermarkets kein Alkohol mehr verkaufen. So, wenn ich habe genug Sorge. Ab 8 in der Shop ist und es ist eine Minute nach 8 bei der Kassa, musst du das Alkohol lassen stehen lassen. Ja, echt. Oh. Ziehen die das und so hart da durch? Ne? Viele Menschen voll die Scheiße auf. Da will ich dem Verkäufer aber einen erzählen. Ach, so albern, ehrlich gesagt. Also so, aber ich meine, das ist wie diese Geschichte mit Shelly bei mir und mit dem Einkaufswagen da mit dem im Supermarkt. Wo wegen, dass auch jeder von uns einen eigenen Einkaufswagen schieben muss. Hä, jetzt ernsthaft? Ja. Ja. Völlig irre Anlage. Besten Fall wahrscheinlich muss unser Sohn, jetzt 4, wahrscheinlich auch seinen kleinen Einkaufswagen schieben. Ja, das noch nicht, aber. Nee, das andere ist tatsächlich. Der schiebt dann die Schwester. Ja, schön ist das. Müssen wir aufpassen, er will ja immer gerne schieben oder irgendwas, aber das artet dann immer aus. Spätestens dann, wenn er mit den anderen Leuten die Hacken fährt oder so. Was er doch gar nicht sehen kann, wo er hinfährt. Den nächsten Tag auf Massenkarambolage im Einkaufs mit Einkaufswagen. Autsch. Kinderwagen kontra Einkaufswagen. Wie der Vater, so der Sohn, oder wie war das? Ja. Gibt's dann auch ein Räumschild für den Wagen? Ich bin auch schon mit dem Einkaufswagen irgendwie gefahren. Was denn, wenn du diesen Maxi-Cosi da oben raufstellst auf diese Schale? Du siehst ja fast nichts mehr. Und da kann schon mal passieren, dass du diese blöden Dinger, die sich über den Weg reinstellen, damit man da was zugreift, dass du so ein Ding mal ordentlich hier kaschierst. Achso, randalierst du regelmäßig im Supermarkt, oder? Kann vorkommen. Sag ich doch, wie der Vater so jetzt. Nein, das ist vielleicht zweimal vorgekommen. Und immer schön vor und zurückfahren, ne? Schön festfahren. Boah, ich könnte jetzt ein Bier gebrauchen. Ich habe extra Glühwein gekauft. Das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, seitdem ich Kind war. Früher habe ich als Kind ja auch mal Glühwein gekauft. Aber für Feeling nach dem Motto, hier Weihnachtsbaum aufbauen. Ich dachte, nee, da muss ich schon Glühwein dazu trinken, dann können wir jetzt Sonntag wahrscheinlich dann mal den Tannenbaum aufbauen. Dani, weißt du, was auch gut ist? Ja. Wir hatten im Studium als Wahlfach Brandschutz. Das zufällig im Wintersemester. Und Nürnberg und Glühwein im Weihnachtsmarkt. Vier Wochen nicht nüchtern in die Vorlesung. Was war? Wir haben jedes Mal den Brand gelöscht. Der schönste am Brand ist das Löschen, das ist klar. Ja, das haben wir aber bei den Allianz-Seminaren, das waren auch, ich war ja in der Allianz-Vertriebsausbildung und Allianz-Versicherungskaufmann-Ausbildung, da warst du ständig im Hotel eingesperrt irgendwo. Irgendwie einmal im Monat für eine Woche in Hamburg oder Hermannsburg, ist ja irgendwo, keine Ahnung, Niedersachsen. Da waren wir immer einmal im Monat eine ganze Woche teilweise und da waren natürlich auch viele Leute in meinem Alter, denn Anfang 20 so ungefähr. Und ja, da gönnst du dir natürlich auch mal ganz gerne, ne?
Das waren eigentlich schon immer Saufgelager. Aber macht auch Spaß. Also die schlimmsten Aufgelage, die ich hatte, die waren beim Bund am Wochenende. Autsch. Nicht in der Kaserne, in der Woche, oder? Berufsschule. In der Berufsschule? Ja, in der Woche musstest du immer aufpassen, wenn du nächsten Tag Dienst hattest. Okay. Dazu sage ich nur Fortbildung beim Rohrleitungsbauverband. Rohre verlegen, oder wie? Nein, da war da... Baggern und Rohre verlegen. Nein, aber die Rohre war in der Regel immer mindestens doppelt oder dreimal so teuer wie das Hotelzimmer. Ja, und wir haben ja gleich ein Rohr in ein Hotelzimmer verlegt. Ich glaub, Pipeline. Das wäre in dem Zustand nicht mehr möglich gewesen. René, wo das Schweinefutter hin? Schwein, bitte direkt. Tiefbau, Vorbau, Hochbau. Berufsschule donnerstags, bevor wir am Wochenende heim sind, sind wir immer auf der Piste. Okay. Auch schön. Und dann schönen auch Nachmittag. Wir so Zeit wieder im Internat sein mussten, war es dann ja Druckbetankung. Und sich beeilen. Mhm. Und zur Zeit möglichst viel trinken. Ja. Tellertaxis und Köche, kannst dir vorstellen. Dann haben wir noch immer uns noch getroffen irgendwo und haben vorgetrunken. Was? Dann sind wir los. Also bei mir sind es so ziemlich genau 27 Minuten, wenn wir die Folge so machen wollen. Jo. Ich bin. Dann sag ich mal viel. Was? Ja, ja. Ich mach gerade dickes Geld hier. Dann sag ich mal vielen, vielen Dank für... So. Ist das nicht Reinhauk? Und wo gibt's Geld? Ein Großhandel. Großhandel... warte. Edles Lammfleisch. Alter, was habt ihr denn? Alter. So. Habt ihr ein Düngersilo direkt hingestellt und verkauft gerade, oder? Das ist edles Lammfleisch, sag ich dir. Wollt ihr auch eure Schafe abkaufen sonst? Wir wollen eure Schafe. Okay, dann sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja. Dann machen wir am Donnerstag 9 Uhr weiter. Also bis dahin und tschüss. Und tschüss. Ciao. Ciao.